In unserer heutigen Folge geht es um Gelenkserkrankungen und wie man die mit Homöopathie behandeln kann. Wir stürzen uns gleich in die Materie hinein und schauen einmal, womit wir uns heute beschäftigen werden. Die eine Frage ist, warum kann Homöopathie da überhaupt helfen? Eigentlich wissen wir ja, dass die Homöopathie nicht einen chemischen Einfluss haben kann, wie Schmerzmittel zum Beispiel. Trotzdem hilft es in vielen Fällen. Warum kann das also sein? Dann schauen wir uns an, wie wir denn bei Gelenkserkrankungen prinzipiell vorgehen sollten. Wichtig ist für uns immer zu wissen, ist es ein akutes Problem oder ein chronisches Problem? Haben wir uns auch dann irgendwie entschieden, welche Arzneien wir wählen? Das ist gar nicht so einfach. Da werden wir auch noch ein paar Worte dazu sagen. Aber nicht nur die Arzneiwahl ist nicht so leicht. Wir haben dann auch immer noch die Frage, welche Potenzen brauchen wir und wie verabreichen wir die Arzneien? Und zu guter Letzt schauen wir uns noch an, wie sieht es denn mit der Prognose aus? Wie ist das langfristig? Kann das wirklich helfen und in welchen Fällen? Also warum kann die Homöopathie überhaupt helfen? Es ist ja so, dass wir schon durchaus als Mediziner wissen, dass die Symptome ganz häufig nicht zu den Veränderungen passen. Das heißt, es gibt Fälle, wo wir ganz fürchterliche Röntgenbilder haben und die Tiere zeigen eigentlich kaum Schmerzen. Und dann gibt es aber auch den umgekehrten Fall, wo wir eigentlich kaum Veränderungen nachweisen können, weder am Röntgen noch am CT noch am MR. Und trotzdem hinken die Tiere ziemlich massiv. Und das zeigt einem schon, dass der Schmerz jetzt nicht nur ja, klipp und klar festgemacht werden kann an irgendwelchen diagnostischen Kriterien, sondern dass das offensichtlich sehr individuell ist. Und dass wir nicht immer herausfinden können, warum etwas so schmerzt und auch nicht immer ganz genau, wo und welche Art von Gewebe das ist. Ob das dann jetzt wirklich das Gelenk ist oder der Knochen oder die Sehnenansätze, das ist nicht immer in jedem Fall so einfach, zu sagen. Das, was wir von der Homöopathie wissen, ist, dass sie durchaus fähig ist, die Genexpression in den Zellen zu verändern. Da gibt es also relativ neue Studien dazu. Ganz hundertprozentig geklärt ist das aber immer noch lange nicht, denke ich. Aber es können offensichtlich die Eiweißproduktion in den Zellen durch das homöopathische Arzneimittel verändert werden. Und das kann durchaus auch einen massiven Einfluss auf die biochemischen Abläufe im Organismus haben. Und damit wäre erklärbar, warum die Homöopathie bei so vielen Arten von Problemen helfen kann. Sie hat einfach auf sehr viele Faktoren einen Einfluss. Nicht immer können wir das erklären, in vielen Fällen gar nicht. Aber es ist immer einen Versuch wert, weil die Erfahrung einfach lehrt, dass es in vielen Fällen tatsächlich hilft und in vielen Fällen vor allem auch helfen kann, lange Zeit Medikamente zu vermeiden, die wir dann vielleicht später doch mal brauchen, aber zumindest hat man dann die Zeit gewonnen, dass das Tier nicht so lange mit Medikamenten versorgt werden muss, die ja auch alle ihre Nebenwirkungen haben und von denen wir auch wissen, gerade bei den Schmerzmitteln, dass die viele Tiere nicht gut vertragen, entweder vom Magen-Darm-Trakt her oder dass sie dann später irgendein Nierenproblem kriegen. Also ich denke, Medikamente, die man nicht braucht, sind immer die besten Medikamente und deswegen ist der Versuch, einen anderen Weg einzuschlagen, immer legitim. Ja, wie gehen wir jetzt bei einer Gelenkserkrankung vor? Auf dem Bild siehst du das Schultergelenk also einer endoskopischen Aufnahme von meinem Hund. Der hatte als Welpe so eine OCD, also so eine Knochenabsplitterung, könnte man sagen, im Schultergelenk, wo sich einfach der Knorpel vom Knochen löst und dann einfach als Störfaktor im Gelenk ist, tut natürlich weh. Und so wild das im endoskopischen Bild ausgesehen hat, so wenig ist der Hund eigentlich gehinkt. Man hat schon gesehen, er hinkt, das ist ihm nicht ganz egal, aber so wie das Bild dann ausgesehen hat, hätte man eigentlich erwartet, dass der gar nicht gehen möchte. Ja, deswegen, es ist oft sehr unterschiedlich, wie sich das dann tatsächlich darstellt und welche Symptome man beim Tier hat. Deswegen ist die Diagnose auch immer ganz wichtig, weil man kann auf diese Art und Weise auch leichter mal etwas Dramatisches übersehen. Deswegen immer der wichtige Hinweis, nicht lange selbst behandeln, lieber im Zweifelsfall zum Tierarzt. Eigentlich wäre eine Diagnose vorher immer gut. Aber es gibt ja auch Fälle, wo es ganz kleine Verletzungen sind, wo man sich überlegt, muss ich überhaupt zum Tierarzt oder ist das morgen eh wieder alles gut? Und da kann man sich natürlich durchaus überlegen,
ob man nicht einmal einen Versuch startet mit einem homöopathischen Mittel oder mit irgendwelchen anderen natürlichen Dingen. Für uns als Homöopathen ist immer ganz wichtig zu wissen, ist es ein akuter Fall oder ein chronischer? Akut ist bei den Gelenken ja eigentlich immer nur etwas, was eine Verletzung ist oder vielleicht eine Infektion, wobei die Infektionen im Gelenk ja nicht so harmlos sind. Da sollte man sowieso lieber zum Tierarzt gehen und das anschauen lassen. Aber wenn sich jetzt ein Tier akut verletzt, irgendwo dagegen läuft und ein bisschen hinkt, dann wird man wahrscheinlich nicht sofort zum Tierarzt gehen, sondern einmal bis zum nächsten Tag warten. Und dann kann man natürlich auch gleich was Homöopathisches geben. Bei den chronischen Fällen, das sind ja meistens Arthrose-Patienten, Patienten, die irgendwelche genetischen Vorbelastungen haben, wie HD oder ED, also Hüftgelenks- oder Ellbogengelenks-Dysplasien oder irgendwelche anderen genetischen Dinge wie Patellaluxation oder so etwas. Und da ist natürlich so, dass man diese Probleme ja in vielen Fällen nicht heilen kann, weder schulmedizinisch noch anders. Aber wie weit das Tier beeinträchtigt, das kann man durchaus beeinflussen und zwar eben auch homöopathisch. Aber bei den chronischen Fällen brauchen wir eigentlich immer die konstitutionelle Arznei, das heißt die Arznei, die auf allen Symptomen des Tieres beruht, auf allen Erkrankungen, die es schon hatte, auf den Gemütssymptomen, aufgrund des Verhaltens muss die ausgewählt werden. Und daher ist das ohnehin eigentlich nichts für die Selbstbehandlung. Genau, wir brauchen für die Anamnese, wenn es sich um einen chronischen Fall handelt, viel, viel mehr Informationen. Aber auch im akuten Fall brauchen wir einige Dinge. Wir sollten wissen, welche Ursache das Ganze hat. Gab es irgendeinen Auslöser, zum Beispiel eine Verletzung? Welches Gewebe ist betroffen? Ist das der Knochen? Ist es ein Band? Ist es eine Sehne? Da wird es jetzt für den Laien wahrscheinlich schon ein bisschen schwierig. Dann die Art der Veränderung. Ist das jetzt eine akute Entzündung? Ist das eine Fraktur, also ein Bruch? Ist das ein Bänderriss? Vieles von dem gehört natürlich dann auch chirurgisch vielleicht versorgt. Aber bei leichten Problemen kann man durchaus auch homöopathisch mal intervenieren als erstes. Ganz wichtig für die Arzneiwahl ist immer, die Modalität zu kennen. Also gibt es irgendetwas, was das verschlechtert, zum Beispiel Bewegung, oder verbessert, zum Beispiel warmes Wetter, Wärme, Kälte, fortgesetzte Bewegung. Da gibt es also viele Dinge, die die Schmerzqualität beeinflussen können und die sind ganz wichtig für die Arzneiwahl, weil es eben auch sehr, sehr viele verschiedene Arzneien für Gelenksprobleme gibt und um die zu differenzieren, braucht man eben diese ganzen individuellen Feinheiten. Und zu guter Letzt ist auch wichtig, der Typ des Tieres. Haben wir es mit einem quirligen Yorkshire Terrier zu tun oder mit einem gemütlichen Bernhardiner? Da sind durchaus auch andere Arzneien wichtig oder relevant oder haben gezeigt, dass sie da besser funktionieren. Also der Typ ist auch noch wichtig. Und bei den chronischen Beschwerden, das bleibt aber ohnehin einem geschulten Homöopathen vorbehalten, sind eben auch die ganzen anderen Aspekte der Krankengeschichte und des ganzen Lebens und des Verhaltens und Gemüts und so wichtig, um die Arznei richtig zu wählen. Da habe ich jetzt noch das CT-Bild von meinem Hund hereingenommen, einfach um zu zeigen, dass manchmal die Veränderungen sehr klein sind. Man sieht also da an dem Oberarmkopf eine kleine Abflachung im Knorpel und eigentlich schaut das gar nicht so dramatisch aus, aber wir haben vorher das Bild gesehen von der Endoskopie und da sieht man dann doch, dass die Veränderung eigentlich viel, viel stärker ist, als man das da vermutet hätte. Also die Diagnostik ist einfach nicht ganz so einfach. Man sieht nicht auf jeder, mit jeder Methode immer das gleiche gut und deswegen ist es manchmal einfach ein bisschen vertrackt und man muss manche Dinge oder mehrere Dinge tun, damit man wirklich zu einer Diagnose kommt, aber die ist eben auch wichtig. Ja, was haben wir jetzt für Arzneien zur Auswahl, wenn wir es mit Gelenksproblemen zu tun haben? Das erste, woran ich denke, ist einmal Apis. Das ist die Honigbiene und die Veränderungen sind so, wie wir es vom Bienenstich kennen. Also Schwellung, Rötung, Schmerz, Kälte bessert, kalte Umschläge bessern. In der Regel ist es eine Arznei für akute Gelenksentzündungen, wobei akute Gelenksentzündungen oft ja Infekte sind und die sollten eigentlich schon zum Tierarzt. Ja. Also da sollte man nicht zu lange herum experimentieren, aber prinzipiell von der Arznei her, zumindest begleitend, ist es auf jeden Fall eine gute Wahl
wenn sich so um akute Gelenksentzündungen handelt. Arnika kennst du wahrscheinlich gut, das kennen die meisten Leute. Das ist eines der bekanntesten Arzneien, weil es einfach eine wichtige Verletzungsarznei ist. Viele Leute denken aber, es ist generell, Verletzung ist gleich Arnika, und das stimmt natürlich nicht. Es gibt auch sehr viele verschiedene Verletzungsarzneien. Und Arnika ist eigentlich so unser Spezialist für stumpfe Traumen. Das heißt, wenn dein Tier einen Abhang runtergekollert ist oder die Stiegen runtergestürzt und sich irgendwo angeschlagen hat, Blutergüsse hat, Prellungen hat, dann ist Arnika eine gute Wahl. Vor allem dann, wenn sich jetzt von der Psyche her auch noch angezeigt zeigt. Nämlich, die sind so, dass sie eher nicht angegriffen werden wollen, die wollen ihre Ruhe haben, die fürchten sich davor, dass man sie angreifen könnte, sind dann eher grantig und also gar nicht so, dass sie jetzt herkommen und bemitleidet werden wollen. Ja. Wenn das der Fall ist, dass sie so bemitleidet werden, dann wird Arnika wahrscheinlich auch gar nicht wirklich gut helfen, weil es halt nicht die richtige Arznei ist. Bei Bryonia ist typisch, dass die Tiere sich gerne auf die Seite der Erkrankung legen, weil Druck den Schmerz verbessert. Die sind ziemlich grantig, bewegen sich fast gar nicht, weil jede Bewegung verschlechtert, können Unmengen an Wasser trinken, möglichst kaltem, und können ziemlich grantig werden, wenn man sie irgendwie stört in ihrem Verhalten. Ja, sie ist sowohl für akute Probleme mit dem Bewegungsapparat angezeigt, aber auch eben für chronische, wenn die ganzen anderen Symptome dazu passen. Rustoxicodendron ist auch ein sehr bekanntes Mittel, dass man bei Arthrosen ganz oft verwendet, nämlich vor allem dann, wenn diese typischen Arthrose-Symptome da sind, wie Verschlechterung nach langem Liegen, aber wenn sie sich dann länger bewegen, wird es wieder besser, Verschlechterung durch nasskaltes Wetter beispielsweise. Ja. Aber auch da ist es nicht die einzige Arznei, das heißt, wenn das nicht innerhalb von ein paar Tagen eine Besserung bringt, dann ist es vermutlich nicht die richtige Arznei. Oder was natürlich immer auch möglich ist, ist, dass man es gar nicht verbessern kann ohne Schmerzmittel. Ja. Ruta ist die Arznei, die wir am häufigsten verwenden, wenn es sich so um Probleme der Ansatzstellen von zum Beispiel Sehnen am Knochen, Bänder am Knochen dreht. Ja, also wenn da irgendwelche Verletzungen sind, an den Ansatzstellen von Sehnen, zum Beispiel bei der Bizepssehne, haben das Jagdhunde ganz gerne, oder Verknöcherungen an diesen Stellen. Da ist das eine gute Wahl. Und Kaustikum haben wir ganz häufig eher so bei älteren Tieren, die schon generell so ein bisschen steif sind, die manchmal auch schon die Zehen nachschleifen. Aber das ist auch eigentlich etwas, wo eine chronisch-konstitutionelle Arznei gewählt werden sollte. Und das ist dann eben in vielen Fällen doch nicht unbedingt Kaustikum. Deswegen da in diesen Fällen lieber zum Homöopathen gehen. Es ist ja gerade so, dass den Homöopathen ganz häufig vorgeworfen wird, dass sie eine in Anführungsstrichen richtige Behandlung hinauszögern, und das sollte es ja nicht sein. Also ein medizinischer Homöopath kann ja sehr gut entscheiden, ist das etwas, wo ich jetzt Zeit versäume oder nicht, und der wird natürlich, wenn die Gefahr besteht, dass man Zeit versäumt, das nicht tun. Also beispielsweise bei einem Knochenbruch wird jetzt kein Homöopath auf die Idee kommen, irgendwelche Globuli zu verschreiben und nicht ein Röntgen zu machen oder eine Schiene oder eine Operation zu empfehlen. Und dazu gehört eben zuerst einmal eine Diagnostik. Und wir sollten halt alle schauen, dass die Homöopathie nicht noch einen schlechteren Ruf kriegt, weil halt da so viel herumgewurschtelt wird alleine und dann vieles übersehen wird. Ja. Wenn wir dann mal die Arznei haben und glauben zu wissen, dass das die richtige ist, dann müssen wir uns noch entscheiden, welche Potenz wir nehmen. In der Regel nimmt man jetzt als Laie eher die niedrigen Potenzen, was gerade jetzt bei diesen Gelenkserkrankungen auch durchaus Sinn macht, weil da wollen wir auch eher so eine Wirkung auf der körperlichen Ebene haben, die eben so wirklich bezogen auf das Organ ist oder auf, in dem Fall eben auf die Gelenke. In der Praxis bei mir werden eigentlich hauptsächlich hohe Potenzen verwendet, C30 selten, häufiger noch C200 oder noch höher, weil das eben auch immer eine ganzheitliche Wirkung auf die Psyche hat. Aber da muss man auch schon sehr sicher sein, dass die Arzneiwahl stimmt, weil sie sonst noch viel schlechter wirkt. Deswegen eher die niedrigen Potenzen nehmen, wenn man das mal selber ausprobieren möchte. Die Lagerung ist auch noch wichtig, also nicht in der Nähe von irgendwelchen elektromagnetischen Quellen, sprich Mikrowelle, Kühlschrank, Handy, Computer lagern, sondern irgendwo in ein ruhiges, dunkles Eck, trocken natürlich. Und die Verabreichung sollte in der Regel kein Problem sein, weil die Globuli ja nicht schlecht schmecken. Trotzdem spucken das manche Tiere wieder aus, und dann macht es Sinn, die einfach in ein paar Tropfen Wasser aufzulösen
Und dann nach einer Viertelstunde oder wenn die eben gelöst sind, sie mit der Spritze zum Beispiel zu verabreichen. Was wichtig ist, ist, dass die Tiere nicht dazu fressen sollten, weil eben die homöopathischen Arzneien über die Schleimhaut aufgenommen werden sollten und nicht über den Magen. Und deswegen ist auch jedes Hineinmischen in Leberpastete oder mit Schinken einwickeln eigentlich kontraproduktiv. Wenn man Glück hat, funktioniert es trotzdem, aber in der Regel eher vermutlich nicht. Und man ist dann immer unsicher, liegt es daran, dass ich es falsch gegeben habe oder war es die falsche Arznei oder geht das ganz prinzipiell nicht, dass man das homöopathisch beeinflussen kann. Deswegen sollte man immer schauen, dass zumindest die Verabreichung optimal ist, weil die Arzneiwahl ohnehin schon oft nicht so optimal ist, weil es halt nicht so einfach ist, die Entscheidung zu treffen, welche Arznei die richtige ist. Ja, und wie sieht es dann zu guter Letzt mit der Prognose prinzipiell aus? Das hängt natürlich ganz stark vom Grundproblem ab. Wenn wir also keine massiven anatomischen Veränderungen haben, also irgendwelchen kleinen Verletzungen, irgendwelche Labalien, dann ist die Symptomfreiheit ganz oft ganz rasch gegeben. Also manchmal innerhalb von Minuten, wenn man das richtige Arzneimittel getroffen hat. Je schlimmer die Veränderungen, die wirklich anatomischen Veränderungen in einem Gelenk sind, desto schwieriger wird es natürlich auch. Also die ganzen Arthrose-Patienten oder Patienten, die jetzt an HD leiden oder so, da kann man natürlich das Gelenk nicht wirklich beeinflussen mit einer homöopathischen Arznei. Aber trotzdem kann man manchmal diese Schmerzempfindung verändern. Und deswegen glaube ich, ist es immer einen Versuch wert. In vielen Fällen ist es dann natürlich schon so, dass die immer wieder was Homöopathisches auch brauchen, wenn es überhaupt funktioniert, weil eben das Grundproblem nicht veränderbar ist. Gerade bei so genetischen Veränderungen wie HD zum Beispiel ist es natürlich dann oft so, dass man über lange Zeit nicht um Schmerzmittel herumkommt oder auch um Operationen. Aber das, was die Homöopathie in den Fällen trotzdem oft kann, ist, dass sie einfach diesen Zeitpunkt hinauszögern kann, damit man einfach nicht so lange Schmerzmedikamente geben muss, die natürlich Nebenwirkungen haben und auf lange Sicht Magen, Niere und sonstige Organe auch schädigen können. Ja, also insofern ist es immer eine gute Idee, das zu versuchen. Noch am allerbesten natürlich, wenn das ein Homöopath macht, der das gelernt hat, weil es eben nicht so eine einfache Methode ist, wie viele denken. Jetzt für den Laien aus meiner Sicht ist eigentlich besser, wenn man für die Gelenke was tun möchte, prophylaktisch oder wenn schon kleine Probleme da sind oder man weiß, es gibt eine Veranlagung dazu, sind in der Regel so phytotherapeutische Präparate eigentlich viel schlauer. Die schaden auch in keiner Weise und müssen aber nicht so differenziert ausgewählt werden, sondern die machen eben eine generelle Unterstützung, machen den Knorpel resistenter gegenüber diesen mechanischen Belastungen, können entzündungshemmend wirken auf natürliche Art und Weise, ohne Nebenwirkungen zu haben. Was weiß ich, so Pflanzen wie Weihrauch oder Weidenrinde können das zum Beispiel oder gute Omega-3-Fettsäuren. Da habe ich in den Shownotes und unter dem Video auch noch Links hineingesetzt zu einem früheren Podcast-Beitrag, den ich schon mal erstellt habe, wo diese ganzen Links zu diesen verschiedenen Präparaten drinnen sind, die ich so in der Praxis verwende. Also wenn du das anschauen möchtest, auch gerne. Ja, und dann würde ich sagen, das Thema haben wir hoffentlich ziemlich umfassend besprochen. Ich freue mich, wenn du meinen Newsletter abonnierst. Da gibt es auch immer wieder noch andere Informationen zu anderen Themen. Und du bekommst auch immer eine Info, wenn es wieder einen neuen Beitrag gibt. Aber ich freue mich natürlich auch, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt. Immer wieder gerne für neue Ideen da. Wenn es irgendwelche Fragen gibt zu bestimmten Themen, dann mache ich gerne auch mal ein anderes Video und eine andere Podcast-Folge dazu. Also ich bin da nie böse, wenn ich weitere Ideen von dir bekomme. Dann danke ich, dass du heute mit dabei warst und ich melde mich in einer Woche mit meinem nächsten Beitrag.